Dafür haben wir das mit dem Krabbenmaldasieren nun geschafft. Und ja, ebenso sind wir hier durch. Das Tolle ist, müssen wir jetzt zur Wartung zurück? Ich hoffe ja mal nicht. Oder doch? Ja, das machen wir später. Ich weiß jetzt, was ich mache. Denn erstmal gehe ich nach Fernhain. Auf jeden Fall. Flehet vor mir, denn dies ist das Grabmal der Seelen. Freu dich. Ich hab deinen Typen eh umgehauen. Gut, nach Fernhain. Den Zauberer machen. Denn wir haben dafür jetzt endlich genug Erfahrung. Gut, nehmen wir das. Genau. Dann nehmen wir. Was nehmen wir dann? Was machen wir dann? Schick. Reaktion machen wir auch gleich mal hoch. Nehmen wir das schon mal. Ja, identifizieren machen wir auch einfach mal hoch. Kann dann nie schaden. Das auch. Runenmagie benutzen wir eh nie. Deswegen, ja. So, bis auf den letzten Erfahrungspunkt wieder mal alles verbraucht. Wie es sich gehört. Und ich hoffe, es kommt bald mal Giga. Ich will mich diesen neuen Zauber mal ausprobieren. Was bist du denn für ein nettes Tier? Warlord. An dir tue ich den Zauber jetzt nicht verschwenden, weißt du? An dir Wollknäuel. Schön. Schön. Ich komme nicht mal an den Trop ran. Ah! Doofes Vieh. Doofes. Ganz doofes Vieh. Blödes Vieh. Was musst du auch da oben sterben? Machen wir es halt mit einem Trick. So geht das mal wieder üblich. Wie üblich geht das? Hätte mich auch nicht gewundert, wenn das nicht gegangen wäre. Gut. Dann ab zurück nach Fernhain. Denn wir können endlich zurück. Weil ich endlich Höllenzauberlevel 10 habe. Und somit den Zauberer machen kann. Ja, gut. Mal so viel beiseite. Gut. Mal wieder zu meiner alten Stimme zurück. Yeah. Ja. Wir gehen zurück. Dann machen wir die Quest fertig. Dann gehen wir wieder nach Fernhain zurück. Dann gehen wir wieder dahin zurück, wo wir die Quest machen müssen. Und dann holen wir gleich das nächste Relikt der Macht. So habe ich das jetzt geplant. Im Großen und Ganzen. Müsst ihr wissen. Ja. Genauso, wie ich das gerade erzählt habe. Genauso und nicht anders. So. Ein bisschen Balsam für die Seele, für die Stimme. Damit die nicht ganz so rau wird. Und. Gut, da wollte ich mal kurz, glaubst, die Aufnahme abbrechen. Oh. Ich sehe schon. Ich glaube, war es das? Für die Aufnahme? Ich weiß es nicht. Sieht noch gut aus. Ah, schön euch wieder zu sehen. Gut.
Arcanes Emporium. Wir heißen euch willkommen. In meinem Geschäft findet ihr mächtige Zauber und Artefakte, die euch auf euren Reisen sicherlich nützlich sein werden. Also dann, was darf es sein? Erstmal will ich erkennen lassen. Verkauft! Verkauft! Es wird jetzt etwas teurer. Verkauft! Tollerweise. Verkauft! Verkauft! Aber ich wüsste eben gerne, was wir hier Schönes haben. Verkauft! Verkauft! Ups! Verkauft! Gleich Schluck auf. Verkauft! 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 Ich danke für den... Lebt wohl! So. Und eine gute Reise. Zepter des Bösen, Höllenschlag, Höllenladung. Würden ja gut zusammenpassen. Elfen Nachtdolch, das war mir schon klar, dass das Ding ist. Widerhaken Dunkelklinge. Zwergen Winteraxt. Boah. Sieht nett aus. Ah, schön euch wiederzusehen. Goldenes Wurfmesser. Vergoldeter Kettenpanzer. Boah. Der hat natürlich eine gute Rüstung. Können wir aber nicht tragen. Was haben wir hier? Mietnerstiefel. Rüstung 7. Wir haben neue Stiefel erhalten. Mietner Gamasche. Ah, schön euch wiederzusehen. Das ist mittlere, ne? Mittlere, ne? Egal. Die behalten wir schon mal. Die Dinger kann ich eh nicht anziehen. Nee, ich bin ja zu weit weg. So. Die Gamasche behalten wir mal. Ziehen wir dann an. Ist ein netter Rüstungsbonus. Ah, schön Schild der euch Sorge. Wiederzusehen. Schild des Bösen. Die sehen aber nett aus. Ring des Ruins. Na. Oh, wir können das neue Schild tragen. Gehen wir gleich mal an. Gut. Das war's dann eigentlich alles. Arcanes M. In meinem Geschäft findet ihr mächtige Zauber und Artefakte, die euch auf euren wir mal alles, sicherlich was wir nicht nützlich brauchen. Sein werden. Also dann. Also was sehr viel. Darf es sein? Ein guter Handel. Sehr viel. Ein guter Handel. Sehr. Ein guter Handel. Sehr viel. Ein guter Handel. Ein guter Handel. Ein Hopp. Guter Handel. Ein guter Hopp. Handel. Ein guter Handel. Hopp. Ein guter Handel. Ein guter Handel. Hopp. Ein guter Handel. Hopp. Ein guter Handel. Das darf ich nicht verkaufen. Ein guter Handel. Ein guter Handel. Sonst habe ich eine Waffe weniger. Ein guter das will ich nicht. Ein guter Handel. Genau. Ein guter Handel. Die Widerhaken. Ein guter Boah, Handel. Gut. Ein guter Handel. Also klingt auch nett. Ein guter Handel. Ich schon sagen, ein guter der Handel. Der Dolch sieht auch nicht ein schlecht guter aus. Handel. Die Rüstung. Boah. Ein die ist natürlich wertvoll. Ein guter Mit mir behalten Handel. Wir schon mal. Die Stufe können wir verkaufen. Ein guter Handel. Ein guter Handel. Genauso wie die schweren Rüstungdinger. Kettenstiefel können wir weg. Plattenstiefel können wir weg. Die Mietnerstiefel müssen wir behalten. Ein guter Handel. Ein guter denn die haben wir Handel, nämlich ausgerüstet. Ein guter Handel. Die Schilder verkaufe ich auch Handel, mal. Ein guter brauche ich ja nicht. Ein guter das kann Handel. Weg. Boah, 6000. Das ist natürlich ein Menge. Ein guter Handel. So, dann geht's hier unten weiter. Boah, das ist viel Blut, gell? 1, 2, 3. So, bis auf 3 werde ich wieder alle verkaufen. Handel. Ein guter Handel. Trockner Homunculus. Ja. Was braucht sich den? Für den Greifer. Hä? Ja, okay, wir können hier uns ja hier wieder zurückkaufen. Ein guter Handel. Falls wir ihn mal brauchen. Ein guter Handel. Von daher ein guter Handel. Ist das ja jetzt ein nicht guter das Ding. Handel. Ein guter Oberauge. Ein guter Handel. Knochenmehl kann auch weg. Ein guter Handel. Schwefelstaub haben wir jetzt auch ziemlich viel bekommen. Ein guter Handel. Dämonenhorn. Ja, ist doch ganz gut aus. Ein guter Handel. Spinnenalter. Ja. Ein guter Handel. Haufen Fledermausflügel mal wieder. Ein guter Handel. Verfaultes Fleisch ist diesmal nicht so viel gewesen, sehe ein ich. Ein guter Handel. Grinchkraut, naja. Ein guter Handel.
Lebensentzug nur 600. Kostet der? Okay, der hat. Oh, die Riesen. Ich kann schon drei Riesen beschwören. Das hat's natürlich in sich. Deswegen ist er natürlich auch wertvoller. Ist klar. 17.000 für den Untergang. Das ist. Mächtige Ranken können weg. Ein guter Handel. Ausbruchsnova behalten nochmal. Gut. Dann möchte ich einkaufen. Und zwar's. Magie. Und zwar's. Zauber. Oh, Jubelwild können wir auch schon kaufen. Oder konnten wir das letzte Mal auch schon? Das wüsste ich gerade gar nicht mehr. Egal. Seppa. Verkauft. Die haben uns richtig weit geholfen, die letzten Male. Verkauft. Deswegen kaufen verkauft. Wir davon auch mal eine schöne Menge. Verkauft. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, dumm, die dumm, die dumm. Wir haben ja so viel Geld. Gut. Verkauft. Feuerschlag hätte ich auch gerne noch einige. Verkauft. Die bringen wir auch sehr viel. Verkauft. Verkauft. Ein paar Novas. Verkauft. Auch noch. Verkauft. 20 Stück, ja. Nochmal 10 Zepper. Dann das restliche Geld behalten. Ich danke wir. Für den. Lebt wohl. Und eine gute Reise wünsche ich. So, gut. Zauber sind wir sehr gut eingedeckt. 58 Feuerschläge. 125 Zepper. Scheiße, das ist das viel. 52 Novas. Ja, damit hauen wir jetzt auf jeden Fall rein. Also, uns. Achso, wir wollten Magier machen, genau. Ah, schön euch wieder da zu war sehen. Was. Fast vergessen. Emporium. Wir heißen euch willkommen. Ja, ja. In meinem Geschäft findet ihr mächtige Zauber und Artefakte, die euch auf euren Reisen sicherlich nützlich sein werden. Also dann, was darf es sein? Gut. Magier. Ein Magier hat folgende Voraussetzungen. Attribute, Stärke 30, Intellekt 45, Geschicklichkeit 40, Gewandtheit 40, Gesundheit 35 und Ehre 30. Fertigkeiten, leichte Waffen 7, Parieren 5. Arkane Magie 5, Höllenmagie 10 und magische Artefakte 5. Ihr erfüllt die Voraussetzungen. Wollt ihr die Aufgabe annehmen und ein Magier werden? Na, sicher doch. Um zum Magier zu werden, müsst ihr einen äußerst gefährlichen Auftrag im Namen des Reiches erfüllen. Die Magiergilde hat herausgefunden, dass der Magier Raven soll, der ein Verbündeter des bösen Magiers Volga ist, sich im Tal des Ruins aufhält. Er hat dort den Befehl über eine Einheit von Fürst Grimgrabs Armee übernommen, um sie gegen das Königreich in die Schlacht zu führen. Haltet den Magier Raven soll auf, zerstreut seine Armee und erstattet Bericht, sobald es vollbracht ist. Ja, das lebt war die Aufgabe. Und eine gute Reise machen wir dich direkt mal. Denn so vielen Zauber hat uns nichts mehr entgegenzusetzen, überhaupt nicht. Wo wollten wir nochmal hin? Teil des Ruins. Flup, flup, flup. Hallo? Ah, brav. Sehr schön. Sehr schön. Schön. Jetzt wüsste ich nochmal ganz gern, wo genau ich hin muss. Denn das weiß ich nicht mehr. Aber ich nehme mal die Zeit, um mir mal eine Map dafür zu holen. Flop. Map. Genau. Weltkarte. Was haben wir denn? Magiergilde ist rot. 4. Ach, da muss ich hin. Okay. Bäh. Den ganzen Weg zurück. Super. Super. Und ich habe echt eine schöne zusammengewürfelte Rüstung. Das sieht doch richtig toll aus.
Eigentlich ja nicht, aber naja.